Spaß sein. Hast du Amelie gesehen? Sieht mega heiß aus heute. Ja, schon nicht schlecht. Obwohl, die beiden fand ich eigentlich auch ganz schön. Ja, okay, da hast du recht, aber bei Amelie wissen wir ja, dass sie Bock auf einen Dreier hätte, bei den anderen nicht. Ja, dann spreche ich eigentlich nichts mehr dagegen, oder? Okay, dann sprech sie mal an, ne? Lass uns mal den Profi machen, ja? Aha, der Profi. Dann zeig mir mal, wie das geht. Du kannst auch viel lernen. Okay. Gut. Ja, und bei dir? Wie viel Uhr ist es eigentlich? Wo ist mein Handy? Ach, ist doch scheißegal. Es ist absolut nicht egal. Es ist viel zu spät. Wenn wir nicht erwischt werden wollen, sollten wir uns anziehen. Hast du Bock, dass sie deine Eltern anrufen und du wieder Stress kriegst? Nein, natürlich nicht. Na dann komm. Hey, ich muss sagen, das mit dem Morgensex hast du echt drauf. War zwar nicht so geil wie am Freitag, aber... Was für war zwar nicht so geil? Sag das mal bitte nicht direkt nach dem Sex. Ach, du weißt schon, was ich meine. Und der kleine Spießer Nino, der hat echt was verpasst. Meintest du das ernst am letzte Woche? Sehe ich aus, wie Scherze machen, oder was? Es war kein Spruch von dir mit dem Dreier. Nein. Für Dreier bin ich auf jeden Fall immer offen. Ob mit einem anderen Typen, mit einer anderen Frau. Scheißegal. Gut zu wissen, dass wir da prinzipiell beide drauf bauen. Ja, Hauptsache geiler Sex, ne, würde ich sagen. Na dann, let's go. Ja, ich habe jetzt auch gar keinen Bock auf Englisch. Du hast Englisch gesagt, Mathe. Schön. Emil Ling geht mir auch total auf den Sack immer. Dieser Emil Ling, das ist unsere Schulleiterin, falls ich vergessen. Ist mir egal, Alter. Soll nicht auf den Piss gehen? Psst, bisschen leiser. Na, jetzt bei Süßen, wohin geht die Reise? Nur kümmere dich einfach um Kram, den man so mit 14 macht. Und wehe, du sagst irgendwas zu Paul oder Rick, okay? Nein, ich habe so laut redet, dann hört er dich auch. Okay. Frühstück oder so. Hey, Johann, das Bad ist frei. Das machen wir gleich noch. Jedes Mal. Hey! Ohne Geld einsetzen. Ohne Geld reinschmeißen. Nino? Hi. Hi. Ist alles gut? Ja. Bist du jetzt ernsthaft pisst wegen Freitag? Nein. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass irgendwas ist. Also, wir haben dir ja gesagt, dass du mitmachen kannst. Aber du wolltest nicht. Also, es ist ja eigentlich eher dein Problem als meins, oder? Ja. Aber ich würde mich auch freuen, wenn du es dir einfach nochmal überlegst. Weißt du, für mich? Alles gut? Mhm. Okay. Also? Mhm. Aber warum denn nicht? Ich meine, so ein Dreier kann doch irgendwie aufregend sein. Nein, ein Dreier ist nichts für mich. Wo willst du das wissen, Nino? Hattest du schon mal einen Dreier? Sina, ich sag es noch mal, ich will kein Dreier haben. Okay, krieg das in deinem Kopf rein. Aber mach dich doch mal ein bisschen locker und weißt du so, das könnte was lustig ist denn werden. Los mit dir? Jonas wäre auch dabei. Ja, ich weiß, dass du die Aufmerksamkeit brauchst von zwei Typen. Aber meine kriegst du nun mal nicht. Also gib dich mit Jonas zufrieden. Frag jemand anderes nach dem Dreier. Okay. Ich check's nicht. Also ich fand halt die, ich hab's dir gesagt! Das Thema war eine gute 9 von 10, aber die Ausführung minus 9 von 10. Ich hab Gänsehaut, so cringe war das. Wir sind zum Unterricht. Bis gleich. Na super. Ein Dreier mit Jonas und Nino kann ich mir also komplett abschminken. Was ist denn das? Das ist, Leute, seid ihr heute Abend bei der Party dabei? Nein. Oh mein Jenny? Gott, ja. Okay, die anscheinend nicht. Was? Hä? Wenn ihr bei der Party dabei seid. Achso, klar. Du auch? Du auch? Ja. Safe. Und du? Warum sitzt du da so nachdenklich?
Ja. Komm mal kurz. Was ist los? Alles gut. Wollen wir uns nicht lieber eine dritte Person suchen, anstatt zu feiern? Oder hast du noch mit Nino geredet? Also ich habe wirklich noch mal mit Nino geredet, aber er hat mich angeschrien und ist ausgetickt. Also glaube ich, ist er raus. Ja, also so richtig Nino-like. Ja. Also bist du jetzt noch dabei oder machst du es nur, wenn er? Ich wollte eigentlich nur mit Nino, aber naja, passiert, ne? Nein, was? Das war nicht ernst gemeint. Besser so, weil um ehrlich zu sein, könnte ich mir bessere Menschen vorstellen. Das ist gemein. Nein, das ist einfach nur real. Nein, das ist gemein. Das ist so was machen wir nicht. Ja, was machen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt eine dritte Person suchen oder wollen wir feiern? Wir gehen ja feiern. Ja? Und wo kann man am besten neue Leute aufreißen? Ja, genau. Oh, jetzt kommt's von hier da an. Hier geht ein Lichtlein auf. That's the spirit. Jonas ist dabei. Oh yes, ich bin motiviert. Ah, ja, aber trotzdem immer noch scheiße in Dart. Halt's Maul. Vor, am Versteck? Ja. Cool. Lass uns doch auf der Dachterrasse, weil Chiara will nicht zum Lauf. Achso, ja. Von mir aus kann man auch auf der Dachterrasse vorglühen. Sorry. Das ist egal. Dachterrassen, come on. Dachterrassen sind schon ziemlich cool. Na? Deswegen, ich bin richtig motiviert. Ich hab richtig Bock. Nice. Ach, bist du... Was hast... Ich will's gar nicht wissen. Ja. Let's go! Ja. Geil, ich freu mich. Jetzt nur noch Englisch überstehen und dann geht's los mit Feiern. Das wird so ein geiler Abend. Also, hoffentlich. Aber solange Jonas und ich beim Feiern wen aufreißen, kann es ja eigentlich nur gut werden. Hallo! Ich brauch auch echt mal ein neues Bier, weil meins ist leer. No, yeah, go. Nino? Dankeschön. Ja. Prost. Na dann, Leute. Auf den Abend. Tag, Nacht, was auch immer. Tag, Nacht. Jo, du hast nicht getroffen, Mann. Ja, okay. Du musst auch in die anderen Augen gucken. Warum, Mann? Jetzt bin ich mal. Geht's? Komm! Ja, komm, hier, Amelie, ja. Nino, auf einen geilen Abend. Mhm. Hier, Leute. Was haltet ihr davon, wenn wir Flaschen drehen spielen? Also Wald oder Pflicht? Ich spiele keine 12 mehr, aber warum nicht? Mhm. Machen wir. Und für den Spruch fängst du an. Okay. Gut. Okay. Oh mein Gott, dann zeig nur für mich. Das auf dich. Was, was soll ich machen? Soll ich Nino küssen? Oder Amen? Also erstmal Wahrheit oder Pflicht. Ach so. Pflicht? Siehst du? Na, siehst du? Habt ihr eine gute Frage? Die perfekte Möglichkeit herauszufinden, ob vielleicht auch einer unserer Freunde Bock auf einen Dreier hätte. Schau mal dein Bier. Was? Ex, dein Bier. Ja, ich hab dich schon verstanden. Ja, warum fragst du dann was? Ja, dann Ex. Ex. Okay. Okay, aber Tonner. Schaffst du? Oder nie wieder. Gib hinter das Ding. Achso, da war ja kaum noch was drin. Ja, sonst ist Schlupf meine Schuhe an. So eklig, Alter. Egal, Clara, du hast zwar verkackt, aber jetzt bist du dran. Ich finde, das war eine so eine Niederleistung. Noch gar nicht. Boah, Jonas. Noch nicht. Amelie, küss mich. Ach so, Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Okay. Also eigentlich hätte ich da eine Frage, darf ich? Klar. Wenn die Frage cool ist, na klar. Wie stehst du denn so zum Thema Dreier? Oh Gott, Alter. Das war so klar. An sich kann ich mir vorstellen, ist eine coole Sache. Also halt kann man bestimmt mal machen, aber ich hatte halt so eine Situation mit meinem damaligen Freund Felix ist der und der hat mich halt extrem verarscht und das was extrem Unschönes verstanden. Wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, nee. Aber ich kann mir vorstellen, war echt. Hey, heißt Felix, Digga. Front an alle Felixes. Nee, auf Felixes. Jeden Fall, ich kann es mir mit dem richtigen Menschen vorstellen, aber mit dem unrichtigen nicht. Felix hat einen kleinen Penis. Also grundsätzlich, cool. Grundsätzlich wärst du bereit für einen Dreier. Also bist du offen für einen. Ja. Geil, feier ich. Ich auch. Ist halt nicht jeder so klemmt, ne? Amelie? Hey, was wen meinst du jetzt damit, ha? Wen willst du hier fronten eigentlich? Nur weil man so krank ist und einen Dreier macht? Ist so, nicht jeder macht sowas. Cracky. Hast du hier einen Fuchs sehen? Wow. Ja, Amelie ist schon ganz süß. Ja, schon, oder? Safe. Also, hey, sie werden, Chiara, das glaube ich, schon gar nicht so die schlechteste Wahl für ein Dreier. Das Duo werden. Mal dann mal schauen, was heute Abend noch wird, ne? Ja, dann. Was ist los? Willst du nicht auch tanzen? Nein? Okay. Was sagt ihr? Trinken? Auf jeden Fall. Ich hol was, ja? Ich komm mit. Thank you.
aus heute. Ja, schon nicht schlecht. Obwohl, die beiden fand ich eigentlich auch ganz schön. Ja, okay, da hast du recht, aber bei Amelie wissen wir ja, dass sie Bock auf einen Dreier hätte, bei den anderen nicht. Ja, dann sprich eigentlich nichts mehr dagegen, oder? Okay, dann sprech sie mal an, ne? Lass uns mal den Profi machen, ja? Aha, der Profi, dann zeig mir mal, wie das geht. Du kannst auch viel lernen. Okay. Okay, na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Warum? Er hat mich angeflirtet. Na, aber du siehst ja auch echt heiß aus heute. Was? Hättest du Bock auf ein Abenteuer? Okay. Okay. Jule.
ich bin Nino. Hast du vielleicht Lust zu tanzen? Ja, hat er. Viel Spaß. Ja, klar. Gerade wenn man denkt, es geht nicht mehr. Scheiß auf Sina. Ich brauch die nicht. Ich mach mir eine geile Nacht mit, wie heißt sie nochmal? Jule? Ja. Wenn Sina mit jedem dahergelaufenen Dorfdeppen und Deppen Spaß haben kann, dann kann ich das schon lange. What the? Ach ja, Jule und ich haben hier gestern noch ein offenes Fenster gesehen und sind in die Schule eingestiegen. Die hat meine Sachen mitgehen lassen. Handy, Kohle. Alles weg. Kacke. Und die Paula ist wieder da. Mir fehlt meine Mädels wieder vereint. Ja, und auch, dass Joe nicht mehr zwischen uns steht. Du hast auch gedacht, da ich die verziehen hab, ne? Ich bin nur Rick zuliebe hier, nicht wegen dir.